Ich habe schon des Öfteren erwähnt, dass die Struktur der Islamhetze sich in letzter Zeit verändert hat. Früher hieß es immer Islam. Ehrenmord, Islam. Zwangsheirat, Islam. Kopftuchzwang, Islam. Terrorismus, Islam. Heute ist es anders. Heute heißt es nicht mehr Islam. Heute heißt es, die meisten Muslime sind in Ordnung, aber es gibt eine kleine Minderheit von Radikalen, die übrigens Videos gegen Zwangsheirat, Videos gegen Ehrenmord, Videos gegen Terrorismus etc. gemacht haben. Und diese kleine Minderheit, die heißt Salafisten, die sind das Problem. Deswegen, nein, die ganzen Muslime, die sind ja in Ordnung. Aber die Salafisten, die sind das Problem. Die Frage ist, liebe Geschwister, warum diese Veränderung? Warum? Es ist ganz klar, weil diese Leute, die sich Salafisten nennen, oder die Salafisten genannt werden vielmehr, auch diejenigen sind, die am meisten Zulauf haben und am meisten die Jugend zurückbringen, ein islamisches Bewusstsein zu entwickeln. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte, die Nichtmuslime, die den Islam nicht mögen, von sich geben. Das ist das, was der Verfassungsschutz zum Beispiel bezeugt. So. Also, was muss man schaffen? Man muss es schaffen, dass es einen Sündenbock gibt, damit nicht noch mehr Jugendliche zu diesen sogenannten Salafisten überlaufen, in Anführungsstrichen. Weil, wie gesagt, wir lehnen diesen Begriff Salafisten ab, weil dieser Begriff einfach falsch definiert wird. Wenn gezeigt wird, dass es irgendwelche Idioten gibt, die Unschuldige töten, dann wird gesagt, hier, das sind Salafisten, dann habe ich mit diesen sogenannten Salafisten nichts zu tun. Das nur mal so nebenbei. Aber auf jeden Fall. Und dann kommen dann Muslime und sagen, ihr schadet dem Islam. Ihr schadet dem Islam. So, hier müssen wir erstmal die Frage stellen, was ist denn ein Schaden? Was ist ein Schaden? Wenn ich ein Stück Müll auf der Straße finde, ein zusammengeknotetes Papier, und ich mache nochmal so, habe ich dann diesem Papier geschadet? Nein. Aber wenn ich ein Buch nehme und ich reiße eine Seite raus, dann habe ich einen Schaden verursacht. Das heißt, wir müssen erstmal die Frage stellen, kann man überhaupt einen Schaden anrichten? Und bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, vielleicht auch weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig waren, dass sie die ganzen Jahre gar nicht gemerkt haben, was hier in Deutschland los ist. Denn hier kann man dem Islam gar nicht mehr schaden, nach all dem Dreck, der jahrelang erzählt wurde. Und ich werde das ganz kurz illustrieren, weil es ist für mich eigentlich schwer vorstellbar, wie jemand, der auch nur eine Gehirnzelle noch übrig hat, das noch nicht gemerkt haben kann. So. So, zum Beispiel, wann sind wir aufgetreten? Wann sind wir das erste Mal so richtig in die Öffentlichkeit geraten? Ende 2007. Ich zeige euch jetzt mal von Spiegel und Fokus nur einige Titelseiten. Wir reden nicht von dem Inhalt, weil da gibt es ja noch viel mehr. Nur wo Titelseiten, wir haben nicht mal alles ausgedruckt, wir haben nur ganz selektiv einige Sachen ausgedruckt, ganz wenig. Da ist noch viel, viel mehr. Ich will euch mal zeigen, was es alles gab. Weit. Bevor der Name Salafismus das erste Mal in Deutschland aufgetreten ist oder bevor der groß propagiert wurde. Hier zum Beispiel. Zittern vor Allahs Kriegern. Das sind übrigens Schiiten, ne? Nur mal so nebenbei hier. 6. Februar 1995, Fokus. Zittern vor Allahs Kriegern. Ne? Die wahren Ziele, die Strategien, die Stützpunkte in Deutschland. 1995. Dann hier. Kriegsherr Khomeini. Blutiger Islam. Ich kann das schlecht entziffern. Das müsste August 1981 sein. Schaden dem Islam. Hier. 2002, hat noch keiner was von Pierre Vogel geholt. Allahs Selbstmordkommando in Moskau, der terroristische Weltkrieg. Aber wir sind eine Schuld, ne? Wir werden auf ihren Gräbern tanzen. Auch schwer zu entziffern, aber weit vor 2006 hier.
Haben wir damit zu tun? Nix. Hier. Saudi-Arabien, Albtraum aus 2001 Nacht. Hier. 2002. Fokus. Krieg gegen die freie Welt. Risikoanalysen, Augenzeugenberichte, Gefahren für den Frieden. Hier. 2001. Hier. Dann hier. Oh. Der Fall Kaplan. 2004. Der Fall Kaplan. Metin Kaplan. Ja? Sufi, soweit ich weiß. Oder wie der Staat sich von seinen Gegnern vorführen lässt. 2004. Haben wir von Pierre Vogel noch nichts gehört. Übrigens, ich will jetzt hier keinen verurteilen. Ich weiß nicht, wie die Realität aussieht. Wir wissen, über uns wird viel gelogen. Nur, ich will erzählen, es wird so getan, als wenn erst etwas berichtet wurde. Die ganze Welt war ganz neutral gegenüber dem Islam in Deutschland eingestellt. Und dann, als ihr gekommen seid und Kundgebung gemacht habt und den Koran kostenlos verteilt habt. Hallo, hier. Wenn du mir den Tod befiehlst, Al-Qaida-Basis Deutschland, 2004. Hier, zu viel, hier. Zu viele Ausländer. Hier, guck mal. Und dann hier, Frauen mit Kopftuch. Zu viele Ausländer. Dann wird beschrieben, was das für ein Problem darstellt. Dann hier, Khomeinis letzter Kampf. Mörderischer Iran. Wann ist das? Noch aus den 80er Jahren. Hier. Hier. Irak. Gotteskrieger kämpfen um die Macht. Die Schiiten. Ja. Wir sind schuld. Das Prinzip Kopftuch, Muslime in Deutschland. Übrigens, dazu möchte ich mal was sagen. Als wir 2006 mit der Dawa angefangen haben, unser erster Vortrag, der öffentlich richtig verteilt wurde, war, warum trägt die muslimische Frau Kopftuch? Wisst ihr, warum das unser erster Vortrag war? Weil das damals das Thema war. In Frankreich wurde kurze Zeit vorher das Kopftuch verboten. Und in Deutschland war das das Thema. Im Jahre 2003, wenn ich mich richtig erinnere, wurde einer gewissen Verrechter Ludin verboten, mit dem Kopftuch zu unterrichten. Und das Kopftuch wurde die ganze Zeit als politisches Symbol dargestellt. Symbol der Unterdrückung der Frau. Und dann haben wir angefangen, dagegen Vorträge zu machen. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Wann hört ihr heute noch, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau ist? Das hört man doch fast gar nicht mehr, oder? Es ist fast überhaupt nicht mehr das Thema. Das war damals das Thema, aber durch unsere Dawa haben wir es geschafft, dass sich dieses Bild völlig verändert hat. Auch weil wir so viele Frauen aufgenommen haben, Audioaufnahmen, wo wir gezeigt haben, dass sie freiwillig das Kopftuch tragen. Weil so viele Frauen zur Kundgebung gekommen sind und werden gesehen und dann sieht man, hey, die sind mit dabei, die mögen das. Weiter im Text. So, hier. Krieg der tödlichen Tricks. Amerika verwirrt den Gegner. Bitteschön. Weiter im Text. Hier. April 2006, die Multikulti-Lüge. Und was ist da? Eine Frau mit Kopftuch. Die Multikulti-Lüge. Wie die Integration in Deutschland scheitert. Was soll diese Hetze? Wir Muslime müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern wir müssen wissen, wer gegen uns ist. Hier wird das Kopftuch als Zeichen für das Scheitern der Integration dargestellt. Kopftuch, nicht Salafismus. Da gab es noch keinen Salafismus in Deutschland. Da wurde darüber noch nie geredet. Da stand noch nie etwas vom Islamprediger Pierre Vogel in der Zeitung. Hier, 2007, der Koran, das mächtigste Buch der Welt. Hier, 2007, Terrorbasis in Pakistan, Deutschland, Bin Ladens deutsche Jünger. Alles weit, weit vor. Auge um Auge, der biblische Krieg, hier. Dann schön auf der einen Seite Muslime und so weiter. Und auf der anderen Seite Juden. Terror gegen Touristen, 2002, Bin Ladens deutsches Netzwerk. Was haben wir gesagt? Wir sind gegen solche Sachen. Dann hier, 2004. Unheimliche Gäste, die Gegenwelt der Muslime in Deutschland. Multikulti ist gescheitert, Fragezeichen. Hier, was ist das? Was sind hier für Leute? Türkische Muslime zu sehen auf dem Bild. Unheimliche Gäste. Hier, was für eine Moschee ist das?
Wisst ihr Bescheid? So, dann hier. Allahs rechtlose Töchter, 2004. So. Wer hat über die Situation der Frau im Islam aufgeklärt? Ich sage das, weil versucht wird, uns zu spalten. Damit ihr Geschwister Argumente habt, schickt dieses Video rund für die ganzen Dummschwätzer. Hier, schaut es euch an. Allahs rechtlose Töchter. Weiter im Text. Hier. Weltmacht Islam. Hier, 2001. Die Geheimnisse einer Weltreligion. Hier. Weiter. Abgrund Afghanistan. Aufmarsch am Hindukusch. Auch 2001, wenn ich richtig entziffere. Hier. Dann hier. Das Netz des Terrors. Der religiöse Wahn. Die Rückkehr des Mittelalters. 2001. Hier. Krieg der Welten. 2002. Hier. Also wie gesagt, das geht immer weiter. Das sind jetzt nur einige Dinge, die wir ausgewählt haben. Hier, Todesfalle Irak, Geiselgeschäfte im Namen Allahs, 2006. Auf der Spur der Täter, die neuesten Erkenntnisse aus der Terrorismusforschung, 2002. Hier, Weltkrise Terroralarm, 2001. Alles Sachen, die passiert sind, über die geschrieben wurde, lange bevor wir jemals in den Medien thematisiert worden sind. Da wollte ich schon mal kurz gesagt haben. Das heißt, wenn euch jemand erzählt, die schaden dem Islam, dann stelle ihm folgende Fragen. Wie kann man dem Islam schaden? Wie kann man in einer Ruine etwas kaputt machen? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wie viele haben bei dir den Islam angenommen? Punkt Nummer drei, wie viel Vorträge hast du gemacht? Gegen Terrorismus, gegen Zwangsheirat, gegen Ehrenmord, gegen Gewalt unter jugendlichen Muslimen bzw. Jugendgewalt unter jugendlichen Muslimen gegen Terrorismus. Wie viele Vorträge habt ihr gemacht? Ja? Weil das Problem ist, die Leute können sich nur ruhig hinsetzen und nichts machen. Ja? Und das Beste sind dann noch die Möchtegern-Gangster, die erzählen, wir würden dem Islam schaden. Und das sind die Leute, die dem Islam am meisten geschadet haben, bzw. dem Ansehen des Islams. Ja? Denn wenn man sich anguckt, woher der Islamhass kommt, so haben die persönlichen Erfahrungen oft mehr Einfluss als das, was man in den Medien hört. Jetzt wird jemand sagen, ja, Pegida ist der Beweis dagegen. Wenn wir weil Pegida vor allen Dingen dort Erfolg hat, wo es wenige Muslime gibt. Erstmal, wenn wir eine Beweisführung an den Tag legen, dann nehmen wir nicht nur ein Beispiel. Wenn ein Arzt eine Diagnose stellt, dann macht er nicht nur einen Urintest und sagt, ja, wir haben die Diagnose, sondern er macht einen Urintest, einen Bluttest etc. Wir sagen, bei der Kommunalwahl 2009 in Köln hat pro NRW die meisten Stimmen, beziehungsweise pro Köln die meisten Stimmen in den Stadtteilen gehabt, wo die meisten Ghetto-Möchtegern-Muslime leben. So. Was sagen wir jetzt? Das ist an einer Stelle. Warum Pegida gerade im Osten viel Zulauf hat, kann auch daran liegen, weil diese Rechten sich nicht trauen, im Westen so aufzulaufen, weil sie Angst haben, dort angegriffen zu werden, sich dort aber sicher sind, dass sie dort die Nazis im Rücken haben. Kann auch daran liegen. Aber Fakt ist, wenn wir auf Seiten gehen wie PE News und wir schauen uns die Kommentarliste an, oder ihr geht jetzt in YouTube und schaut euch an, Migrantengewalt, Migrantengewalt, und ihr schaut euch die Kommentare an, dann seht ihr, wie gerade dieses Thema die Emotionen hochkocht bei den nicht-muslimischen Deutschen. Deswegen, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und am jüngsten Tag werden wir niemandem vergessen und niemandem vergeben. Und anstatt seinen Brüdern beizustehen, von der muslimischen Seite und zu sagen, hey, das, was über die Brüder gesagt wird, die seien Terroristen, die seien dieses, die seien jenes, das stimmt doch gar nicht, ja, stellen sich einige Möchtegern-Muslime, einige Heuchler mit in die Reihe und sagen, wir distanzieren uns. Herzlichen Glückwunsch, der jüngste Tag ist nahe. Salam alaikum.